1:0 KT gewonnen gegen Uelixdorf heute hier im Heimspiel. Kolla, zuerst die Frage an dich. Ich denke mal, das ist Effizienz. Ne? Eigentor durch Uelixdorf, 1:0 gewonnen. So können die Spiele laufen, oder? Ja, wir haben heute bis zum 16er guten Fußball geboten. Und waren es dann halt nicht vorne. Schönes Tor vom 10er da, von Uelixdorf. Ja, wir gewonnen, ist gewonnen. Denke ich. Wie ist es? Scheiße. Denke ich auch. Juri, für dich als Spieler heute war mit Sicherheit ganz schwer. Uelixdorf sehr tief gestanden, eigentlich über 90 Minuten. Hast du dafür eine Erklärung? Ja gut, ich meine, die wissen ja ganz genau, dass sie da wahrscheinlich als Tabellenletzter hier nicht ins offene Messer laufen wollen. War auch schwer, das haben wir auch in der Halbzeit schon angesprochen. Mussten geduldig bleiben, sind dann glücklich in die 1:0 Führung gegangen. Und ja, im Endeffekt sind 3 Punkte wichtig. Gerne hätten wir natürlich das hier noch klar gemacht haben mit dem 2:0, aber gut, 3 Punkte sind 3 Punkte. Denke ich auch. Boah, letzte Frage, Ausblick nächste Woche gegen Ulzburg 2. Ich denke, da habt ihr noch eine Rechnung offen. Wie siehst du das? Ja, wenn wir mit der gleichen Einstellung reingehen, mit dem gleichen Team, ich hoffe, dass sich bis dato keiner verletzt. Wir werden uns dafür gut widmen, dass wir da echt schlagkräftig gehen. Wir wollen 3 Punkte damit. Juri, der Eindruck von außen ist, dass die Mannschaft ein bisschen näher zusammengerückt ist. War vielleicht heute nicht unbedingt eine spielerische Glanzleistung, aber ich glaube, von der Einstellung geduldig gespielt. Und dann muss man so ein Spiel auch mal dreckig gewinnen, oder? Ja, ich glaube einfach, dass die Mannschaft sich jetzt auch langsam gefunden hat. So ein bisschen, jeder weiß, was er für Aufgaben hat. Und wir sind zusammengerückt, die Mannschaft steht hinten auch jetzt gut. Und ja, wir kriegen breite Brust natürlich jetzt, 6. Spiel ohne Niederlage. Und ja, das gibt natürlich Sicherheit auch. Okay, vielen Dank. Na, alles danke klar. Auch. Danke auch. Timo Wittmeier, ja. Eigentlich ja so ein bisschen der Pechvogel des Vereins, ja. Lange immer verletzt gewesen, heute wieder mal ein Comeback, 90 Minuten gespielt in der zweiten, ja. Frage an dich, wie fühlst du dich? Ja, hervorragend, Hacke schmerzt, aber es wirft Timo Wittmeier natürlich nicht um, ja. Hütte gemacht, reicht, also völlig in Ordnung, vielleicht reicht es jetzt wieder für 1-2 Wochen. Ich denke auch, heute, wenn man das Spiel gesehen hast, du hast ja heute doch 90 Minuten gut gespielt. Ja. Vor allen Dingen, was überragend war, war deine Finte heute immer wieder reingefallen, die Ehlerauer. Ja. Wer fällt darauf nicht rein? Das, ne? Also als Gegenfrage. Ja gut. Wenn du deine Verletzung mal so nimmst, ist das immer die gleiche Verletzung jetzt gewesen oder mit was hast du momentan? Es summiert sich, aber hauptsächlich ist es dann doch die Hacke. Ist auch schon wieder dick, aber ich setze Montag das Training wieder aus, ganz entspannt. Okay. Einen schönen Abend und Dienstag greife ich wieder an. Nächsten Sonntag in Alveslohe dabei beim Tabellenführer. Mal gucken, was der Trainer in der ersten, wie viel er vom Spiel gesehen hat. Ob ich vielleicht auch in der ersten eingesetzt werde. Ne, mal gucken. So, ansonsten spiele ich gerne gegen Alveslohe. Kenne ich ein paar Leute, machen wir die auch nass. Alles klar, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute. Gute Besserung, Timo, und dass du ein paar Spiele mal machst. Ne? Genau. Über. So, wir haben gerade eben das Spiel der zweiten Herren gesehen zwischen der KT2, wie gesagt, gegen Eintracht Ellerau. Herzlich willkommen heute, Benny Fröse, richtig? Goalgetter vom TSV Ellerau oder Eintracht Ellerau, muss mich verbessern. 3:1 hat die zweite Herren gewinnen können auf dem Kunstrasen. Ich denke, nach packenden 90 Minuten. Und wie sich das gehört, wollen wir natürlich beide Mannschaften nochmal zu Wort kommen lassen. Verständlicherweise unseren Gast aus Ellerau. Was war heute los mit euch, Jungs? Geht das Ergebnis nach 90 Minuten in Ordnung? Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Also wir waren natürlich ein bisschen unterbesetzt. Ja. Durch die 12 Uhr Ansetzung ist immer bei uns ein bisschen kritisch mit Arbeiten und sowas. Okay. Aber verdient verloren, wenn wir gleich drüber reden. Okay. Zur Halbzeit stand schon 3:1. Ihr hättet euch, denke ich, nach der Halbzeit noch ein bisschen was vorgenommen. Habt auch so die ersten 10 Minuten, so habe ich das gesehen, noch mal ein bisschen Druck aufbauen können. War das dann eine Kraftsache zum Schluss? Oder ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind den Druck noch nicht gewohnt. Ja. Natürlich alles ein bisschen härter. Nach einer Halbzeit, bei manchen Leuten wird ja schon, alle Beine werden schwer. Ja. Das ist schon in der Halbzeit gemerkt. Aber gut. Schade, trotzdem schönes Spiel. Christoph, deine Erfolgsserie geht insoweit weiter. Eine Niederlage bisher nur. Heute 3:1 gewonnen, aber ich denke mal, das war ein hartes Stück Arbeit, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, gebe ich dir recht, René. Ich muss aber dazu sagen, dass wir fahrlässig auch schon in der ersten Halbzeit in unseren Chancen gegangen sind. Wir hätten, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon relativ führen müssen mit 3 oder 4 Toren aus meiner Sicht. Wir hätten dann, sind dann natürlich mal in den Anschlusstreffer, der aus dem Nichts herauskam und in Bedrängnis gekommen. Ellerau hat dann eine Zeit lang gedrückt, was unsere Taktik natürlich auch durcheinander gebracht hat, aber letztendlich haben wir das Spiel doch auch verdient gewonnen. Auch wunderbar. Kurze Aussicht, jetzt sind tabellarisch die Reserve eigentlich wieder oben relativ gut im Rennen, konnte sich durch diese kleine Serie jetzt wirklich lösen aus dem Mittelfeld, denke ich. Glaubst du, dass man da ganz oben nochmal reinrutschen kann? Wir müssen erstmal vom Spiel zu Spiel denken. Nächste Woche sind wir in Alveslohe beim Spitzenreiter. Ich denke, auch da brauchen wir sie verstecken. Wir haben nächste Woche wieder eine starke Truppe auf dem Platz. Und da kommt es
darauf an, gegenzuhalten. Und ich habe ein ganz klares Ziel, wir nehmen 3 Punkte mit uns. Ich denke mal, heute haben wir auch gesehen, da waren 2, 3 Spieler da von Albisloh, die haben sich jetzt genau angeguckt. Und dann geht das nächste Jahr rund. Benni, an dich auch die Frage, Eintracht Ellerau, wo wollt ihr auslaufen am Ende der Saison? Ihr seid Aufsteiger. Lichtabstieg. Lichtabstieg? Ja, Lichtabstieg. Ja, ist wir das... haben uns das mal vorgenommen, ich habe zu zeigen. Ich würde sagen, jetzt die ganze Zeit aufgestiegen, ja. Die Jahre lang. Ein Jahr ist natürlich alles noch ein bisschen stärker und so, die Leute. Wen habt ihr nächste Woche? Nächste Woche? Rückspiel haben wir, ne? Wieder? Ist egal, aber ich denke mal, wenn ihr alle Mann an Bord habt, glaube ich auch. Ich spiele aber denke ich, zu Hause dann nächste Woche und dann geht's rund. Wie gesagt, das waren die ersten Eindrücke nach dem Spiel. Im Hintergrund sehen wir, spielt die erste Herren dazu dann später. Und das war's erstmal hier live vom Arschweg. Ich möchte noch einen Kommentar abgeben zum Gastspieler. Für mich war Benjamin einer der besten Männer auf dem Platz, muss man eindeutig so sagen. Und aus meiner Sicht darf er in dieser Klasse gar nicht spielen. Dafür ist er qualitativ. Ich würde mich freuen, wenn ich so einen Spieler hätte. Na, das wollte ich nochmal als Lob aussprechen. Du hast eine tolle Partie gemacht. Das ist eine super Sache. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann hier mal im Marschweg auflaufen. Das wäre schön. Benni, alles Gute, gute Heimfahrt. Wie gesagt, das Danke. Live vom Marschweg. Ciao. Danke. Almir Karadzic, Kapitän der zweiten Herren. Pancho, ich denke, heute ein gutes Spiel gegen Eintracht Ellerau. 3-1 gewonnen. Kunstrasen, denke ich, ist uns wieder entgegengekommen, oder? Ja, für uns war ein gutes Spiel. Wie der Trainer schon gesagt hat, wir hatten nur noch mehr Tore geschossen. Aber ihr seht da, jung, alt, diese Mischung klappt ja immer gut. Und der Trainer hat uns von der ersten Minute gut angestellt da und unsere Arbeit haben wir hinten gut gemacht. Der Trainer hat eben schon im Interview hier gesagt, er hat natürlich nur Ziele, will oben vielleicht auch nochmal angreifen. Wenn du das Potenzial siehst, gerade heute über die 19 Minuten, glaubst du, dass das realistisch ist, dass man da nochmal irgendwo oben vielleicht nochmal reinstoßen kann und vielleicht sogar nochmal Aufstieg mitspielen kann? Bei uns ist ja das Schlimmste, wir wissen gar nicht, wer spielt bei uns. Jedes Wochenende ist ein Problem, wir brauchen Leute von der dritten Herren, wir brauchen Leute von der ersten Herren. Und ja, Ziel ist ja, oben mitspielen und vielleicht auch aufsteigen, aber ist auch nicht einfach. Gut. Kleiner Ausblick vielleicht auf die nächste Woche gegen Albisloh. Immer ein heißes Spiel. Wie siehst du da die Chancen? Tabellenführer? Kann man da gut mitspielen? Wie jedes Jahr, Derby, Albisloh, Kaltenkirchen, ist eine sehr gute Chance auch für uns, wenn wir so weiterspielen. Heute ist es aber geil für die Zuschauer. Viele Chancen herausgespielt. Leider kein Tor gemacht und nächstes Jahr vielleicht spielen wir besser und machen unsere Tore. Und das ist das Richtigste im Fußball. Hinten zu Null spielen und vorne Tore machen, dann klappt das immer. Dann haben wir immer 3 Punkte. Wunderbar. Ich bin hier rechts neben mir, Rini Sixt, Trainer der C-Jugendverbandsliga hier bei uns bei der KT. Mit seiner rechten Hand Ilhan Turan. Heute hier bei der DBS das Spitzenspiel in der Verbandsliga. KT gegen Hessische Ulzburg, gleich jetzt hier kurz nach dem Spiel. Enge Kiste leider verloren, René. Schwierig nach dem Statement abzugeben, kurz nach dem Spiel, aber wie ist deine Einschätzung? Also erstmal muss ich einen riesen Lob aussprechen an die Truppe von uns, die heute wirklich ja, mit vielen Spielern aus den jungen Jahren gespielt hat und wirklich eine tolle Leistung gebracht hat. Über die kompletten 70 Minuten 100% Engagement und wir haben eigentlich heute das Spiel aus meiner Sicht verloren durch 2 individuelle Fehler. Beim 1-0, wo wir auf der Innenbahn wirklich pennen, wo Ulzburg halt ausnutzt. Und beim 2-0 auf dem kurzen Pfosten, wo wir ein bisschen pennen. Aber letztendlich kann so ein Spiel auch in eine andere Richtung laufen. Und ohne jetzt Ulzburg die Leistung runterreden zu wollen. Aber es wäre heute ein Punkt drin gewesen. Vielleicht sogar auch 3 Punkte, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber ich kann der Mannschaft überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die hat 70 Minuten alles gebracht. Und bin ich richtig stolz auf die Mannschaft, muss ich wirklich sagen. Ilhan, du als selber erfahrener Fußballer, langjährig auch hochklassig gespielt. Wie hast du die Leistung deiner Truppe gesehen heute? Ich schaue mich natürlich wenig an. Ich glaube, der Auftrag, den mir kommt heute, war, dass sie körperlich wesentlich größer, stärker waren, die Ulzburger. Wir ganz gut mitgehalten haben, gegengehalten haben. Uns ein Elfmeter, 100%iger Elfmeter nicht gegeben wurde. Zum Schluss erster Halbzeit wäre auch noch wichtig gewesen für uns. Aber ansonsten wäre ein Unentschieden, glaube ich, heute verdient gewesen für uns. René, was vielleicht keiner gedacht hätte, ich vielleicht auch nicht, dass deine Truppe dieses Jahr so stark ist, vorne mitspielt, was mir auch auffällt, die sind körperlich fit, obwohl sie natürlich, was Ilhan auch angesprochen hat, eben von der Körperstatur her nicht mithalten konnte, aber was die Kondition angeht, muss ich dir ein großes Kompliment aussprechen, du hast die Mannschaft gut im Griff. Wie sind deine Ziele in der Saison noch? Realistisch? Was geht? Was schätzt du? Wie schätzt du das ein? Also ich sag mal, wir haben jetzt nur noch Hansa Lübeck, das ist der letzte Gegner, der noch nicht bekannt ist. Und wir haben eigentlich jetzt gegen alle Mannschaften gut mitgehalten. Wir haben gegen Steinburg ein gutes Spiel gemacht, in Steinburg, die auch
ganz stark waren. Wir haben heute gegen Ulzburg wirklich Paroli gehalten und ich bin mir 100% sicher, auch gegen Hanse, den absoluten Top-Favoriten der Klasse, mithalten können. Und ich sage euch, die Saison läuft für uns von Woche zu Woche. Wir haben uns weiterentwickelt, wir arbeiten hart, wir müssen sehen, und das ist auch wirklich mal, auch muss man das sehen, das sind viele Spiele, die letztes Jahr auf dem Kleinfeld gespielt haben. Die mussten sich daran gewöhnen und wie die mitziehen und wie die machen. Also ich muss gar nicht sagen, und Ilan und ich sind da wirklich, denke ich, beide auf absolut positivem Niveau. Und da sagen wir wirklich, die Mannschaft entwickelt sich von Woche zu Woche weiter und macht auch Fortschritte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der Rückrunde, da wird sich mancher Gegner noch umgucken. Wir werden so jeden Gegner 70 Minuten bearbeiten, wie wir das heute gemacht haben. Bitte noch ein kurzes Statement für die nächste Saison. Wie ist die Planung der C-Jugend? Wie viele Spieler verlassen die C-Jugend und gehen in die B-Jugend? Ja, wir haben einige Spieler, die hochgehen. Ich habe jetzt nicht ganz genau die genaue Anzahl, aber was mir Hoffnung macht, ist, dass wir wirklich tolle Spieler haben, die in der Klasse bleiben. Also wirklich, wenn man das heute sieht, wir haben einen tollen Torwart, einen Landesauswahl-Torwart, der hinten super hält, der noch ein Jahr spielt. Wir haben einen Pascal Nickel mit Lukas Fülzer, der dieses Jahr die meisten Tore geschossen hat, einen jungen Jahrgangsspieler. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben natürlich in diesem Jahr auch mit Cedric Böder einen echten Kopf im Mittelfeld, aber der dann nächstes Jahr natürlich auch in der B-Jugend wieder eine Verstärkung sein wird und auch in der D-Jugend, das sind ja auch gute Talente. Und ich glaube, nächstes Jahr könnten wir sogar noch einen Tick stärker machen. Also das glaube ich wirklich. Und wir werden sehen, hoffe, dass keiner den Verein wechselt und dann werden wir nächstes Jahr auch auf jeden Fall wieder richtig angreifen. Gut. Tja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, wünsche euch eine tolle Saison. Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Gut. Tschüss. I wanna touch you, you know, and I wanna be with you.